Im Title Update 4.0.0 wurden 4 kleine Änderungen in Ghost Recon Breakpoint eingebaut, die so gar nicht von Ubisoft kommuniziert wurden. Welche das sind, erfährst du in diesem Video. Los geht's! Die ersten beiden Änderungen sind eigentlich gar nicht so spannend, zeugen aber davon, dass Ubisoft jetzt scheinbar endlich Geld mit dem Ingame-Shop von Ghost Recon Breakpoint verdienen möchte. Denn zum einen läuft jetzt eine animierte Grafik im Hintergrund des Shop-Buttons ab, was mehr Aufmerksamkeit auf diesen Shop-Button lenkt. Und zum anderen gibt es jetzt in jeder Unterkategorie des Ausstattungsmenüs jeweils unten links nochmal einen Button, der dich direkt zum Shop führt. Die nächsten beiden Punkte sind da schon spannender. Und zwar, jetzt hast du es gerade gesehen, geht so ein kleiner Ping von jedem Biwak aus, sodass man die Biwaks auf der Taktikkarte besser entdeckt. Und die vierte und letzte unangekündigte Änderung ist, dass Erewhon, das Biwak Erewhon, jetzt noch mehr hervorgehoben ist und dass es auch sichtbar ist, wenn die Karte komplett rausgezoomt ist. Wenn du noch mehr solcher kleiner Änderungen entdeckt hast, schreib die mir gerne in die Kommentare. Vielleicht mache ich ja noch ein Follow-up-Video zu diesem hier. Ich freue mich auf deinen Kommentar und auf dein Abo und dann sehen wir uns im nächsten Video, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.